Herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich euch etwas erzählen über eine Übung, die ich für mich persönlich auch als extrem wertvoll empfunden habe, weil ich seit 20, 25 Jahren immer noch den Rest von einem Impingement-Syndrom im Schultergelenk hatte, sodass mir beim Bewegen des Armes nach oben immer noch ein leichter Schmerz da war, der mich in meinem Alltag nie groß behindert hat. Und diesen kleinen Restschmerz, den ich über Jahre hatte, habe ich wegbekommen mit dieser Übung. Und die werde ich euch jetzt ziemlich genau erklären. Dafür braucht es allerdings eine solche Reckstange für den oder Klimmzugstange für den Türrahmen. Ich weiß, eine solche Investition ist vielleicht in Frage zu stellen, will ich mir das überhaupt besorgen? Aber diese Übung ist so sinnvoll auf Dauer, auch im Hinblick auf das Älterwerden und das Beweglichbleiben, dass ich sage, es lohnt sich, schafft euch eine solche Stange an, denn sie hat einen ganz hohen Aufforderungscharakter, weil ihr jeden Tag darunter hergeht und es mal eben machen könnt. So, nun zu unserer Übung. Ihr fangt an mit dem Griff, der nach vorne geöffnet ist, geht in Schrittstellung und gebt jetzt immer mehr Gewicht in diese Schultern hinein, so dass ihr an einen eventuellen Schmerz herankommt und ihr versucht, das einfach zu halten. Und wenn ihr merkt, es geht noch ein bisschen mehr, dann gebt ihr noch etwas mehr dabei. Die Steigerung wäre jetzt, dass man immer mehr Gewicht eingibt und irgendwann ganz da hängen kann. Das könnt ihr so lange machen, wie ihr halten könnt. Maximal eine Minute. Aber am Anfang kann man gar nicht so lange halten. Eine Steigerung wäre jetzt, dass ihr den Griff so wählt, dass ihr jetzt umdreht, die Handöffnungen zu euch und jetzt dasselbe wieder macht. Ihr hängt euch langsam rein aus der Schrittstellung heraus, gebt immer mehr Gewicht rein, bis ihr am Ende irgendwann ganz dranhängen könnt oder auch nur leicht abgestellte Beine habt. Am Anfang kann es sein, dass ihr schon Schmerzen habt, wenn ihr noch sehr viel Gewicht auf den Füßen habt und wenn ihr, und davon lebt die Übung, wenn ihr sie täglich macht, werdet ihr merken, wie ihr immer besser werdet, immer mehr Gewicht in das Hängen hereinbringen könnt, bis ihr irgendwann ganz mit beiden Griffen hängen könnt. Und die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, ist, am Anfang war es immer so, wenn ich dann aus dem Hängen rauskam, dann tat die Schulter weh. Aber es war nie nachhaltig so, dass die Schulter weh tat. Und so habe ich es jetzt auch schon bei einigen Patienten erlebt. Wenn ihr während der Übung aus der Komfortzone rausgeht, etwas über den Schmerz hinaus, aber ihr nachhaltig kein Problem habt, dann übt weiter und ihr werdet merken, ihr werdet immer beweglicher werden. Und somit wird die Schulter immer weniger schmerzhaft am Ende der Bewegung sein. Diese Übung ist sehr wertvoll, aber nur, wenn man sie regelmäßig macht. Und der Körper lebt davon nach dem Motto, steter Tropfen höhlt den Stein. Und dieses Hängen ist sicherlich eine Funktion, die für unsere Schulter gesund erhaltend ist. Das heißt, das haben wir irgendwann in Vorzeit auch machen müssen in den Bäumen. Und diese Schulter kann das gut vertragen. Aber ihr müsst individuell gucken, langsam, vorsichtig steigern. Ja, das war mir wichtig, auch ganz aus einer ganz persönlichen Erfahrung heraus. Und ich empfehle euch diese Übung. Man kann natürlich, wenn man jetzt nicht so eine Stange hat, es auch versuchen, indem man sich hier einfach am Türrahmen etwas festhält und dann mal vorsichtig runtergeht. Aber es wird dann irgendwann schwierig, auch noch mehr Gewicht einzusetzen, weil ihr nur
vorne an den Fingern hängt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg mit dieser Übung. Am Ende geht es immer darum, vorsichtig zu steigern und im Notfall sprecht immer das, was ihr tut, mit eurer Therapeutin oder eurem Therapeuten ab. Dann könnt ihr keinen Fehler machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren. Ihr müsst einfach auf Abonnieren drücken und ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video kommt.